Servus, lieber Franz. Servus, wir kennen uns jetzt schon einige Jahre und also doch schon ein paar Jahre, wo wir miteinander Kontakt haben in verschiedenen Bereichen, Projekten oder Projekten noch nicht genau, aber vielleicht ergibt es ja mal was in die Richtung auch. Und jetzt ist es so, wir haben eine Reihe gestartet, mit die Leuchttürme des Waldviertels zu präsentieren. Und da freue ich mich sehr, dass wir bei dir sein dürfen, da in dem wunderschönen Ambiente und dass du dir die Zeit nimmst, auf dem Projekt, die Baumhaus Lodge, ein bisschen zum Präsentieren und vor allem auch deine Person, die uns sehr, wie soll ich sagen, sehr gewogen ist. In verschiedenen Bereichen wird unterstützt uns auch immer wieder und das freut uns sehr. Ich möchte einmal beginnen mit dir und zwar, wie schaut es aus mit deinem Leben? Kannst du vielleicht ein bisschen was über dich erzählen, wie deine Familienverhältnisse sind, wie das dein Leben so gestaltest? Da wäre es nett, wenn du uns ein bisschen was erzählen könntest. Ja, vielleicht so kurz zu meiner Person. Ich bin ja im Waidhofen an der Theia geboren, also eigentlich geborener Waldviertler. Habe dann Matura in Waidhofen gemacht und dann in Wien die HTL-Matura für Elektrotechnik und dann Betriebswirtschaft studiert. Das heißt, ich war eigentlich, habe so das typische Waldviertler-Schicksal ausgewandert und bin dann über einen 20-jährigen Umweg über St. Pölten wieder ins Waldviertel heimgekehrt. Das heißt, und heute schätze ich einfach da die Lebensqualität im Waldviertel. Ich könnte mir eigentlich nichts Besseres vorstellen, als da zu wohnen. Bin ein begeisterter Schremser. Mein Geburtsort war, oder meine Kindheit habe ich in Fittis verbraucht, was eigentlich eine unheimlich schöne Kindheit war. Ja, das heißt, ich bin eigentlich wieder zurück zu meinen Wurzeln gekommen. Ja, schön, das ist was Nettes, also wenn man sie wieder zurückfindet. Und wie ist dann eigentlich deine Geschichte entstanden? Das heißt, mit der Baumhaus Lodge, wie sind zu der Idee gekommen? Naja, ich bin grundsätzlich ja ein sehr neugieriger Mensch. Und die Idee ist irgendwie ganz eigenartig zustande gekommen. Wir waren auf einer Reise in Neuseeland. Und irgendwann ist einmal eine Taufe mitten in der Wiesen gestanden, Treehouse. Und weil ich eben neugierig bin, habe ich wissen müssen, was das ist. Und wir sind dort hingefahren und haben sich das angeschaut. Und das ist dann im Unterbewusstsein abgespeichert gewesen. Und wie ich dann da unten eines Tages einmal gesessen bin bei dem Teich, da ist das wieder aus dem Unterbewusstsein auftaucht. Und dann habe ich mich halt einmal darum gekümmert, Baumhausarchitekt gesucht und in Deutschland gefunden und den einmal herbracht und das Korn ist langsam aber sicher aufgegangen und jetzt freut es mich halt, dass der Traum da Wirklichkeit geworden ist. Ist auch wunderschön, wenn man da so runterschaut, also ich kann den Ausblick nur genießen und bin selber eben direkt Schremser und das ist eigentlich auch für mich noch immer eine Sehenswürdigkeit, also wie schön das da der Ganze ist, also es ist faszinierend, sage ich ganz ehrlich. Ja, es ist interessanterweise, es waren ja auch Schremser schon da herinnen, also auch Schremser haben schon in Schrems Urlaub gemacht. Wunderschön. Besseres Kompliment kann man sich genau, auch nicht wünschen. Also so ist es. Aber ich glaube, es ist ja ein Leuchtturmprojekt, das ja nicht nur bei uns im Waldviertel oder vor allem in Schrems dann leuchtet, sondern es geht ja auch, glaube ich, woanders hin. Das heißt, ich glaube, was ich so gehört habe, ist ja das sehr, sehr weit, wie weit das ausstrahlt. Wenn mich so dunkel erinnert, den Baumhauskönig oder so ähnlich, da hast du, glaube ich, Kontakte dazu. Kannst du ein bisschen was vielleicht erzählen? Ja, das Internet macht es halt heute möglich, dass man rund um den Erdball halt sich verbreiten kann und das auch publizieren kann. Und es war von Grund auf, auch wenn das vielleicht am Anfang ein bisschen präpotent gelungen hat, war es mir auf oder meine Herausforderung, ein internationales Publikum nach Schrems zu bringen. Und heute kann ich sagen, das funktioniert. Also es kommen halt viele Leute aus sehr wohl in Österreich, aber Deutschland, Schweiz. Aber es waren auch schon so Exoten wie Südafrikaner, Chinesen, aus Amerikaner, Engländer in der Lodge. Und das ist eh noch immer nicht ganz draußen. Es gibt ja so den Pete Nason, den Baumhaus, der Baumhaus-Kaiser in den USA.
Und der mich halt einmal über die Stiletto TV kontaktiert hat, er würde gern den Film The Treehouse Man in Schrems machen. Genau. Er hat dann damals einen Stress gehabt, aber es kann nur immer werden. Na, das ist schön, also würde es dir wünschen, weil du hast da ein tolles Projekt und das wäre sicher eine schöne Dem Sache. Verein für mich und für Schrems. Natürlich auch, aber ich glaube, es ist ja für einen selber, wenn man doch die Steine weiß. Ich glaube, so ein Projekt ist ja nicht immer nur gesegnet mit ebenen Wegen. Ich glaube, da gibt es ja viele Ja. Dinge, die Hürden, die zu überwinden sind. Wie gehst du das Ganze eigentlich an? Du wirkst immer sehr salopp, sehr flott. Das geht für mich wirkt das für die, also für mich wirkst du sehr unbeschwerlich mit diesen Dingen. Ja, das schaut vielleicht oberflächlich ein wenig so aus, aber ich mein, im Endeffekt hilft mir meine Beharrlichkeit und vielleicht, andere sagen halt vielleicht Sturheit dazu. Das heißt, wenn ich mir mal in was verbissen habe, dann lasse ich nicht so schnell locker und dann muss man sich halt Verbündete suchen und Leute, die man dafür auch begeistern kann. Und dann, in dem Fall muss ich aber auch sagen, hat die Stadtgemeinde Schrems sehr wohl mitgeholfen und mir nicht irgendwelche Prügel vor die Füße geworfen, sondern halt wirklich auch geschaut, dass das Realität wird. Schön. Und ja, mit Ausdauer ist dann so weit gekommen. Also du bezeichnest so Projekte doch mit einer gesunden Portion Egoismus und Ausdauer. So kräftig. Ich finde es auch Ja, nicht schlecht, sondern ich finde es einfach, dass das was jetzt. muss man einfach haben Ja. und man darf sich nicht beirren lassen. Das ist vielleicht im Waldviertel oft so, dass eh schon alles so ein bisschen, ich habe ja bei der Anlage auch gehört, na, das wird der nächste Konkurs und ich habe halt dann gesagt, schauen wir uns ja an, was wird. Und ja, da muss man manche Sachen ab und zu ein bisschen überhören. Natürlich, glaube ich, und das ist ja das, glaube ich, was dich stark macht, zu sehen, dass man doch auch, glaube ich, vielleicht ist sie den Widerständen, ist das für dich eine Herausforderung oder eher weniger? Das sagt eigentlich, ein welches mehr mein Ziel, das Ziel, das du gesetzt hast, und dort gehe ich beharrlich drauf los. Nein, ich bin eigentlich schon prinzipiell zielorientiert. Aber vielleicht ist, manchmal denke ich mir, ist vielleicht auch oft gar nicht schlecht, so ein bisschen Negativmeinungen, weil die darf man nicht abtun. Es macht dann vielleicht nur vorsichtiger oder es steckt schon auch Information drinnen, eine wichtige. Aber dann im richtigen Moment muss man halt die eigene Begeisterung aufbringen und dann Mut aufbringen und sagen, aber jetzt muss es machen. Ja, schön. Na, glaube ich auch, also, dass das sicher ein großer Schritt ist und das Wichtige ist eine Beharrlichkeit. Es sind viele Projekte, die das immer auszeichnen, die genau sagen, ich muss kontinuierlich dranbleiben, kontinuierlich was weitermachen und Ausdauer beweisen. Es zeigt sich. Und wenn die Menschen das bringen, dann sind da die Projekte oft dann im Nachhinein sicherlich Ja. nachhaltig auch erfolgreich. Kann man mir vorstellen, dass es bei dir ein großer Weg ist. Wie ist es denn bei dir, wenn jetzt du so diese Dinge betrachtet? Schwerer Weg, langer Weg, Durchhaltevermögen und dergleichen. Hast du für dich einen Bewältigungsmechanismus? Gibt es für dich irgendwas, wo du sagst, du gehst entspannen? Oder setzt dich selber daher und genießt deine eigene Natur, dein eigenes Werk, das du da geschaffen hast? Na, ich habe mir schon so ein eigenes System für das zurechtgelegt, dass man das übersteht. Das heißt, ich habe meine Zeiten, wo ich einfach Kraft schöpfen kann, wo ich mich regeneriere und wo ich mir halt die Energie sammeln muss, die ich dann zum richtigen Zeitpunkt halt wieder einsetzen muss. Das ist bei mir sehr wohl die Natur, die halt einfach für mich so ein Vorbild ist mit einer Gelassenheit, einer Nachhaltigkeit, aber auch einer Ruhe. Das heißt, du schöpfst einfach mehr Kraft. Es macht mir einen Spaß mit meinem Hund. Muss ich sowieso zwar, muss ich, gehe ich ja gern. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob der Hund glaubt, ich will gehen und er möchte daheim bleiben. Aber das sind einfach dann so Momente, wo ich mich komplett regenerieren kann. Schön. Also das heißt, du hast da eine Bewältigungsstrategie dahinter, weil Ja. es sonst zu beschwerlich werden würde. Kann man mir vorstellen. Glaube gern, es ist ein Riesenprojekt. Wie viele Häuser sind das jetzt schon insgesamt? Naja, jetzt sind es 5 Häuser, 10 sind bewilligt. Wie viel es tatsächlich wären, das lasse ich jetzt einmal herankommen an mich. Also die Hälfte vom Plan hast Die sozusagen Hälfte vom schon. Plan ist erfüllt. Ich denke mal, die letzten 2 Häuser habe ich mir zu meinem 60er geschenkt und jetzt
sehe ich das relativ gelassen, was da noch kommt. Na schön. Keine Frage nicht. Meine, es ist ja immer schwierig, mit diesen Situationen umzugehen und vor allem auch mit den Stimmungen, Meinungen. Warst du da für dich immer sehr, zu dir selber eigentlich, sehr ehrlich oder hast du auch gesagt, naja, ich bin nicht ganz ehrlich mit mir, ich glaube, ich schaffe da eh noch einiges und setzt da deine Ziele größer und machst wagemutigere Schritte und fällst dann zurück oder kannst du das eigentlich gut abschätzen für dich? Oder schießt du oft über das Ziel oder nicht oft, aber manchmal doch? Nein, mittlerweile, muss ich gestehen, habe ich habe eine Phase gehabt, da war ich echt überfordert. Mhm. Das habe ich aber mit fremder Hilfe überstanden, Gott sei Dank, und ohne großen Schaden. Und das hat mir dazu geholfen, dass ich meine Ziele jetzt realistisch einschätzen kann, dass ich weiß, was ich mir zumuten kann, dass ich mich nicht wieder in diese Situation bringe, dass ich dann überfordert bin und dass man dann einfach auch in so einer Situation keine gescheiten Entscheidungen treffen kann. Das ist stressig und das, denke ich mir, das passt schon da überhaupt nicht her. Mhm. Ganz schön. Ich meine, natürlich, weil es ja auch noch Ruhe darstellt und wenn du es ja auch schaffst, das ist eine ganz tolle Geschichte. Nimmst du zum Beispiel auch Entspannungsübungen oder wirklich spezielle Techniken oder magst du das auch wirklich rein frei? Das sagst du, wie du gesagt hast, du gehst mit dem Hund spazieren, du magst verschiedene andere Dinge zur Entspannung oder gibt es da für dich auch so wirklich jetzt, dass du sagst, du gehst Tai-Chi-Übungen machen oder was auch immer, was jetzt modern sein sollte oder ist für manche sehr wohlfühlend damit, ist ja eine tolle Geschichte auf deinen Seiten. Na, da bin ich eher ein bisschen unkonventionell, weil mir taugt das einfach manchmal, sich irgendwo, wenn ich auf einem schönen Platz bin, sich dort einfach hinzusetzen, das auf mich wirken lassen, entspannen, runterkommen oder so wie mit dem Hund spazieren gehen. Oder ich bin auch manchmal so, dass ich mich auf meinen Traktor setze und in den Wald fahre und Holz mache und dann halt wieder entspannt und ausgearbeitet und gelassen wieder zurückkomme. Das heißt, du schöpfst da Kraft. Kommen da wieder neue Ideen? Das kann leicht passieren, weil manche Leute sagen dann, wenn ich einer erzähle, dass ich irgendwo hinfahre, haben mir manche schon gesagt, na, bring nicht wieder Ideen mit. Also, aber vor dem bin ich in meinem Alter, sage ich, weitgehend gewappnet. Es gibt noch eine Idee, die sich im Kopf zusammenbraut, aber ist sich das nicht so zwanghaft, dass ich die machen muss. Mhm. Das heißt, ich spüre, also irgendwas ist schon noch und schwebt schon, die Ziele und Pläne für die Zukunft sind noch da. Erstens einmal ein halbes Projekt, das heißt, die Hälfte der Häuser erreicht. Du setzt das jetzt nicht als ambitioniertes Ziel oder Ziel tatsächlich herzusetzen, sondern es geht da um die Gestaltung, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Aber halt natürlich auch, das heißt, vielleicht doch noch für die persönlichen Ziele zu erreichen. Ja, ich persönlich würde mal so arm betrachten, wenn ich jetzt, oder dann wüsste ich nicht mehr, was ich jetzt dann machen soll. Wenn man jetzt sage, ich habe alle meine Ziele erreicht, denke ich mir, was, das ist kein erwünschenswerter Zustand für mich. Also es muss immer nur ein bisschen eine Vision, ein Ziel überbleiben, das einen einfach antreibt und dass man weiß, in welcher Richtung man gehen soll. Das ist auch wunderschön, also das Herz ist sehr schön auch, vor allem zukunftsorientiert, vor allem auch sehr entspannt und dass man wirklich noch neue Wege geht. Und ich glaube, es ist auch wichtig im Leben, ein Ziel zu haben, dorthin zu gehen. Ich meine, mich würde jetzt persönlich nur mal so interessieren, ob es da ein bisschen was auslässt, da in die Richtung, was für Ziel das noch wäre, wenn wir schon darüber sprechen. Oder sagst du eher, nein, das ist noch für mich so im Kämmerchen? Naja, ich sage, meine Ziele sind, das eine ist beruflich, das andere ist privat. Privat sage ich, ich möchte eigentlich jetzt schauen, dass ich mehr Zeit für mein Privatleben gewinne, dass ich einfach ja, das mit meiner Lebensgefährtin genießen kann, die Zeit, dass wir gemeinsame Erlebnisse haben. Was ist nur Ziel? Ein Ziel war nur nach wie vor mit einem Wohnmobil durch die USA oder Kanada zu reisen, einfach neugierig sein, über den Tellerrand drüber schauen. Und das andere ist so, das sage ich jetzt so ganz kryptisch, ich sage ganz bewusst, das braut sich was im Kopf zusammen. Was ich meine. Okay. Was ich dann vorstellen will. Ist schon in Ordnung, danke. Es war sehr nett, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einen Einblick in kurzen in dein Leben und in dein Projekt zu bringen. Es ist sehr schön da, mir gefällt das immer wieder und ich bin gern da und wenn ich spazieren gehe, genieße diese Landschaft und dieses Stückchen Frickel, was du da geschaffen hast. Danke. Ich sage danke für die Möglichkeit, dass ich mich da
dass wir plaudern haben können in diesem Ambiente. Danke. Danke.